Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video geht es um diese Phalaenopsis, die bei mir in Hydrokultur wächst. Die wächst in diesen Hydrotonkugeln. So, das ist eine Phalaenopsis, das kann man gar nicht glauben, aber die ist schon 12 Jahre alt. Das ist meine älteste, also oder eine von den ältesten. Ja, die ist bei mir schon dreimal fast gestorben. Deswegen ist sie so kurz und sieht eher aus wie so eine ganz junge. Aber die ist sehr, die hat sehr starken Überlebenswillen und die berappelt sich immer wieder. Und ich schaffte immer wieder zu retten. Auf jeden Fall habe ich die vor 12 Jahren gekauft und die wuchs halt im Rinde. Dann ist sie mir nach ein paar Jahren da fast verstorben, weil sie einen Pilz bekommen hat. Es ist übrigens eine Pylorik. Die hat so eine mutierte Lippe. Aber ich finde sie trotzdem ganz toll. Wackelt jetzt ein bisschen. Finde sie trotzdem sehr schön, auch wenn sie die nicht richtig auf hat. Auf jeden Fall ist die bei mir schon dreimal gestorben. Zumindest sah die so tot aus. Und die wuchs in der Rinde. Danach habe ich die nochmal umgetopft in Sera mit Substrat, also Rinde mit Tongranulat. Da wuchs sie erst ganz gut. Danach hat sie wieder so einen schwarzen Pilz gekriegt. Hier unten, das ist aber jetzt kein Pilz, die habe ich mit Holzkohle bestäubt. Heute alles etwas wackelig, so. Das ist jetzt Holzkohle, aber die hat immer wieder auf diesem Stamm den Pilz bekommen. Und der war sehr lang immer und immer wieder hat sie den bekommen. So, und nachdem sie das zweite Mal quasi scheinbar den Geist aufgegeben hat, habe ich die rausgenommen und erstmal ohne Substrat kultiviert. Das war auch nicht so der Hit. Und dann habe ich die auf diese Kügelchen gesetzt, in ein Glas. Unten ist immer etwas Wasser. Und habe die einfach in Ruhe gelassen und vergessen. Immer wieder mal Wasser nachgefüllt und so nach 3 Monaten habe ich ein paar neue Lebenszeichen gesehen. Dann sind die Blätter gewachsen. Also die hatte nur ein Blatt. Da hatte sie Pilz gehabt. Hier habe ich auch, hier mal scharf stellen, hier habe ich auch mit Holzkohle gearbeitet. Da habe ich einfach so eine Paste angerührt mit destilliertem Wasser und Holzkohlestaub und die einfach beschmiert und das hat scheinbar den Pilz gestoppt. Das hat sie, das gleiche hat sie hier auf diesem Blatt. Da. Auch einfach mit der Holzkohlepaste beschmieren und antrocknen lassen. Ich gieße immer da in das Glas Wasser rein. So ungefähr Zentimeter bis anderthalb. Ja, und das gefällt ihr. Und die steht gerne kühl. Also wahrscheinlich ist sie mir früher auch kaputt gegangen, weil die im Wohnzimmer stand. Bei 20 Grad
22 und das hatte ihr nicht so gut gefallen. Seitdem sie in der Küche steht, bei immer offenem Fenster, also gekippten, und immer in diesem feuchten Tonsubstrat, gefällt es ihr. Also sehr ungewöhnlich für eine Phalaenopsis, aber seitdem sie so kalt steht, hat sie mir drei Blättchen gemacht neu. Und eine Blüte. Hier macht sie neue Knospen. Nichts trocknet ein. Wachsen einfach weiter. Und überrascht einen immer wieder, obwohl die Blüte halt mutiert ist. Aber ich finde die ganz toll. Hält sich sehr lange. Diese Blüte ist bestimmt schon 2 Monate alt. Wahrscheinlich auch durch die Kühle. Weil es sehr kalt ist. Also nicht sehr kalt, aber 16 Grad hat das auf jeden Fall am Fenster. Aber sobald sie halt ins warme Zimmer kommt, das mag sie überhaupt nicht, schmeißt sie alle Knospen runter, die Blüte und trocknet die Blätter ein. Mag sie gar nicht. Aber warum nicht? Wenn die da auch wächst, ist ja auch mal ganz schön auf einem kühlen Nordfenster sowas wachsen zu haben. Hier habe ich die heute ein bisschen besprüht mit Osmosewasser. Wenn sie blüht, kriegt sie keinen Dünger, solange sie blüht. Wenn sie zu lange blüht, das hat sie auch schon mal geschafft, ein ganzes Jahr zu blühen, dann kriegt sie irgendwann doch mal ein bisschen Dünger, aber sehr, sehr wenig. Ein Tropfen Wuchsal auf ein ganzes Glas. Das wird bis hier oben hochgefüllt. Dann lasse ich die dieses vollsaugen und dann wieder einmal im Monat düngen. Ich nehme da Vuxal, Universaldünger. Alles, denke ich mir, das deckt ja alles ab, Blüte und Wachstums. Ansonsten kriegt sie nichts, nur das Osmosewasser und fertig. Im Sommer wird sie einmal abgeduscht. Im Winter mache ich das nicht, weil die halt sehr kalt steht. Da sehe ich zu, dass da kein Wasser auf die Blätter kommt und hier auch nicht in die Mitte. Da, ja. Und scheinbar gefällt das hier. Ist eine Orchidee, die ein bisschen kühler mag. Man kann halt nicht verallgemeinern immer die Kultivierungsangaben. Es geht auch kühl und feucht. Vor allem die Tonkugeln und das Glas ist auch immer sehr kalt. Also wenn man das hier so anfasst, kriegt man kalte Hände. Aber scheinbar gefällt es ihr, weil man sieht, wie toll die Wurzeln wachsen. Nichts gammelt und schimmelt. Wächst jetzt natürlich nicht super schnell. Also das ist jetzt im halben Jahr gewachsen, aber ich finde das schon auch nicht schlecht, nicht zu verachten. Ja, das ist meine Oma-Orchidee, eine der ältesten, kann man kaum glauben, aber die ist wirklich 12 Jahre alt. Zeige ich nochmal die Blüte. Sehr wachsige Blüte, duftet leider nicht, aber ist sehr wachsig, nicht so weich, wie man von diesen Hybriden kennt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nicht auch ein Hybrid ist, aber auf jeden Fall sehr
wachsige Blüte. So, das war's für heute. Danke, dass ihr mal vorbeigeschaut habt wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.